Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe ja schon einige Kopfhörer-Videos auf meinem Kanal für euch hochgeladen. Es waren aber immer In-Ear-Kopfhörer und jetzt liegen hier vor mir die Tribit Quiet Plus 50. Vielen Dank an Tribit Deutschland, die mir die Kopfhörer zur Verfügung gestellt haben. Deswegen steht hier oben auch Werbung. Meine Meinung bleibt natürlich unbeeinflusst. Ich sage das über die Kopfhörer, so wie ich es denke. Wir packen sie heute aus. Wir machen natürlich einen Soundtest, so wie ihr es kennt. Und ich würde sagen, los geht's nach dem Intro. Viel Spaß! Ich würde es jetzt schon mal typisch Tribit-Verpackung nennen. Wer die anderen Videos kennt über Tribit-Kopfhörer, der erkennt doch den Stil der Packung. Ich verlinke euch gerne hier oben mal im i die anderen Videos über Tribit in ihr Kopfhörer. Da könnt ihr mal gerne vorbeischauen. Hier ist der Kopfhörer schon abgebildet, ist natürlich nicht 1:1, also so klein ist er nicht. Hier oben haben wir das Tribit-Logo Quiet Plus 50. Es gibt auch noch einen großen Bruder, den Quiet Plus 75 heißt der, glaube ich. Aber wir haben hier den 50er. Hier stehen nochmal ein paar Eckdaten drauf, sage ich mal. Es hat angeblich eine sehr lange Akkulaufzeit. Die ist laut Hersteller bei ca. 30 Stunden. Der Akku ist 500 mAh stark und ihr habt sogar eine Schnellladefunktion über USB-C-Kabel. Wenn ihr zum Beispiel 10 Minuten aufladet, habt ihr ungefähr 3 Stunden Musikhörzeit plus minus, sage ich mal. Die Kopfhörer sind faltbar, deswegen ist die Packung auch so klein. Ihr habt Active Noise Cancelling hier verbaut, also die Außengeräusche könnt ihr weitestgehend ausschalten. Das werde ich natürlich testen, und ein superior Sound, ja, da bin ich mal gespannt. Aber jetzt machen wir gar nicht lang rum, hier oben ist das Siegel, wir schneiden es auf. Nochmal vielen Dank an Tribit Deutschland für die Unterstützung, und jetzt machen wir hier auf und schauen mal, was hier alles dabei ist. Dann ziehen wir da mal, ich denke mal, hier sind die Kopfhörer drin in einer schönen Tragetasche. Bisschen so samtig fühlt die sich an. Dann haben wir hier ein Dankesschreiben, ein Dankesflyer und ein paar QR-Codes. Und hier haben wir eine Tüte, da gucken wir gleich rein. Und als letztes haben wir natürlich das User Manual, was man, ich denke, nicht unbedingt braucht. Aber wer es braucht, es ist halt immer dabei. Das ist auch gut so. Dann hier in der Tüte verpackt. Was haben wir hier drin? Haben wir zwei Kabel sogar. Einmal angesprochen schon USB-C auf USB-A Ladekabel. Kein Netzstecker dabei. Bei Kopfhörer ist das ganz, ganz selten. Aber USB-C finde ich wirklich toll, dass Tribit das dazu legt und halt auch USB-C macht. Dann haben wir ein Klinke auf Klinke Kabel. Also dürftet ihr den Kopfhörer, ohne dass es jetzt weiß, auch, sage ich mal, ohne Bluetooth betreiben können und damit auch keinen Akku verbrauchen. Also da bin ich wirklich gespannt, ob das funktioniert. Ein anderer Sinn hat das Kabel eigentlich dann nicht, und deswegen denke ich, ist das möglich. Ja, jetzt befreien wir den Kopfhörer doch mal aus der Tasche. Hier steht nochmal Tribit drauf. Ist wirklich sehr hochwertig, fühlt sich an. Auch der Verschluss ist nichts, sage ich mal, Billiges oder so. Da ziehen wir die Kopfhörer doch erstmal raus. Ich bin wirklich gespannt. Das sind meine ersten Over-Ear-Kopfhörer, die ich hier überhaupt zum Testen habe. Und hier seht ihr schon den Bügel hier oben. Und mein erster Eindruck jetzt direkt beim ersten Anfassen ist doch, dass der Kunststoff, der hier verwendet worden ist, sehr hochwertig sich anfühlt. Es ist auch nochmal so eine Mattierung drauf, die so ein angenehmes Gefühl hinterlässt und keine Fingerabdrücke anzieht, also kein Hochglanz Plastik oder Kunststoff. Man kann hier, es rastet auch ein, ihr hört's, dann ist der Bügel eingerastet, und so sieht der Kopfhörer jetzt mal aus. Hier steht nochmal Tribit drauf, hier auf der anderen Seite auch. Das ist so leicht, sage ich mal, drauf gedruckt, würde ich sagen. Da habe ich hier schon gesehen, da ist es nicht mehr so ganz drauf oder ein bisschen schlecht drauf gedruckt. Das ist ein bisschen schade. Also da würde ich jetzt sagen,
das ist halt einfach nur gelabelt. Das ist ein bisschen schade, das hätte ja auch irgendwie eingraviert sein können. Aber sei es drum, sofern sich die Kopfhörer gut anhören, ist das ein Manko, da kann ich drüber hinwegschauen. Ja, sie fühlen sich wirklich sehr gut an. Man kann hier auch noch die Kopfgröße verstellen auf beide Seiten. Und ihr habt hier wirklich eine Alu-Strebe oder eine Metallstrebe. Das ist öfters bei etwas günstigen Kopfhörern aus Kunststoff. Apropos günstig, die Teile bekommt ihr zurzeit bei Amazon für 49 Euro im Angebot. Tribit hat hier ein Angebot. Ich blende euch hier auch nochmal einen Code ein. Da habt ihr auch nochmal Prozente auf diese Kopfhörer. Da werden sie sogar noch günstiger. Wir schauen aber weiter, was die Kopfhörer so zu bieten haben. Wir haben hier ein Kopfpolster hier oben, was sich auch sehr gut anfühlt, ist relativ dick. Also da dürfte der Tragekomfort doch ganz gut sein. Probieren wir natürlich gleich aus. Die Ohrpolster sind relativ dick, das ist auch schön. Und ja, hier könnt ihr auch gut den Kopfhörer hier ein bisschen biegen, da passiert gar nichts, es knarzt nichts, also das ist auch wirklich toll gemacht. Ich sehe gerade hier innen drin, habt ihr sogar den Hinweis, auf welches Ohr ihr welche Seite aufsetzen sollt. Hier steht R für rechts und hier steht L für links. Also das ist dann auch schon mal ganz gut, dann weiß man auch, wie rum man die Kopfhörer aufsetzen muss. Zu den Bedienelementen. Hier oben haben wir ein Mikrofon. Und da soll dieser Kopfhörer, der Quiet Plus 50, auch richtig gut sein. Es ist ein extra Qualcomm-Chip verbaut, der CVC 8.0, für sehr gute Verständlichkeit und glasklare Telefonie. Also da könnt ihr mit dem Kopfhörer wirklich sehr gut telefonieren. Ihr versteht natürlich den Gegenüber sehr gut, aber auch der Gegenüber versteht euch sehr gut. Ohne dass ihr ein extra Mikrofon wie so ein Headset oder sowas habt, finde ich wirklich toll und ich werde es natürlich testen. Ihr könnt das alles auch nachlesen und alle Fotos und so weiter könnt ihr über diesen Kopfhörer auch auf Social Media quasi lesen und nachschauen. Hier oben blende ich euch doch mal was ein, da könnt ihr gerne folgen. Unter dem Lautsprecher oder Mikrofon haben wir hier noch den An- und Aus-Knopf. Dann haben wir hier einmal On-Off. Ich vermute mal, das ist dann On-Off für das Active Noise Cancelling. Hier unten habt ihr dann noch eine Lautstärke-Wippe, lauter, leiser. Und hier USB-C, hier habt ihr kleine LED, der USB-C-Eingang zum Laden des Akkus und ein 3,5 mm Klinkenanschluss. Also könnt ihr diese Kopfhörer, wie gesagt, auch ohne Bluetooth mit eurem Smartphone oder Tablet oder ja, Laptop verbinden und da ein bisschen Akku zu schonen. Finde ich wirklich sehr gut. Hier habt ihr noch weitere Öffnungen, das dürften dann Mikrofone sein für die Active Noise Cancelling. Das ist hier überall dran, das findet man überall, so kleine Löschchen. Und ja, ich würde jetzt mal sagen, ich setze ihn jetzt erstmal auf. Schau mal, wie sich der Tragekomfort so anlässt. So, hier haben wir links, hier haben wir rechts. Jetzt muss man noch genau wissen, wo rechts und links ist. Aber ich denke, so muss man es aufsetzen. Und dann kann ich sogar noch ein bisschen kleiner stellen. Ich habe eigentlich einen relativ großen Kopf, aber es ist noch mehr Luft nach oben, nach noch größeren Köpfe. Und ich verstehe euch jetzt schon sehr schlecht. Also ich verstehe mich jetzt schon sehr schlecht. Es ist aber noch aus. Also die Ohrpolster, die ja, schotten doch schon gut am Kopf ab. Es ist aber ein sehr angenehmes Tragekomfort. Ihr könnt jetzt mal schauen, wie das ausschaut. Ich kann auf die Ferne der Kamera eher weniger erkennen, aber ich würde sagen, das ist ganz angenehm, es drückt nichts und so weiter. Also bisher bin ich doch begeistert. Jetzt holen wir mal mein Smartphone dazu und verbinden doch mal den Kopfhörer mit Bluetooth. Dafür gehe ich in die Bluetooth-Einstellungen. Wir schalten ihn mal ein und hoffen, dass ein bisschen Power drauf ist. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, da kommt sogar eine kleine Ansage Power On. Und hier habt ihr, ich hoffe, ihr könnt es erkennen, Tribit Quiet Plus 50. Hier tun wir drauf drücken und dann schauen wir mal, ob die Verbindung gleich klappt. Bluetooth-Version, übrigens Bluetooth 5.0 mit einer Reichweite von ca. 15 Meter, gibt der Hersteller es an. Wir sind schon verbunden, ihr habt sogar die Batteriestandanzeige 100%. Das ist auch toll, dass ihr das hier angezeigt bekommt. Wunderbar. Also er ist jetzt schon bereit für Musik zu hören und dann schauen wir doch mal. Ich habe natürlich wieder was vorbereitet, um ein bisschen Musik zu hören.
Ihr hört natürlich die Musik ganz normal und nicht über den Kopfhörer, aber ich mache einen kleinen Test und dann schauen wir mal, was ich von dem Ganzen halte. Hier sind verbaut übrigens 40 mm Treiber, er wiegt 505 Gramm, der Kopfhörer, und ich habe jetzt schon mit einem Druck auf die Plus-Taste, ihr seht, das Lied gestartet. Jetzt mache ich aber nochmal aus und spule zurück. So, ich setze die jetzt mal auf und ja, wir hören uns gleich wieder. Ich höre nämlich jetzt erstmal ein bisschen Musik. Ja, machen wir ein bisschen lauter. Over the edge, feel like I'm floating through. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it. Erster kurzer Soundtest zu den Tribbett Quiet Plus 50. Ich muss sagen, der Tragekomfort ist sehr angenehm. Das ist überhaupt nicht zu bestreiten. Für einen Preis von 50 Euro ist die Verarbeitung wirklich top gelungen. Muss ich auch ehrlich sagen, bis auf hier, ja, die, ich zeige es mal hier die Kamera, vielleicht kann man es da ein bisschen erkennen. Der Aufdruck von Tribbett ist so ein bisschen, ja, ich will sagen, schlampig da drauf gemacht. Ist schade, aber ist so. Aber der ganze Kunststoff und so weiter fühlt sich doch hochwertig an. Das kann man gar nicht anders sagen. Bei dem Ton, muss ich sagen, bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht. Aber ich sage euch warum. Also Bass haben die Dinger, das ist überhaupt keine Frage. In den Mitten und den Höhen, da lässt das doch bei höherer Lautstärke deutlich nach an Qualität. Und wie gesagt, ich sage euch warum. Ich habe vor kurzem die Oppo Enco X getestet. Video findet ihr natürlich auch hier oben im i. Die waren natürlich schon etwas, ja, im Preis, ja, höher angesiedelt und auch von der Qualität des Tons. Aber ich würde sagen, für 49 Euro plus Promocode, den ich euch hier nochmal einblende, der zählt, glaube ich, bis, ja, kurz vor Heiligabend. Also müsst ihr schnell sein, ist dieser Kopfhörer auf jeden Fall sein Geld wert. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Sonst weiß ich jetzt eigentlich gar nicht, was ich noch groß über diesen coolen Kopfhörer sagen soll. Er ist natürlich für Mainstream-Musik, für so zwischendurch, mal im Bus oder in der Bahn, kann man das auf jeden Fall hier empfehlen. Und auch für den ersten Einstieg, wie zum Beispiel für mich, für den ersten Over-Ear-Kopfhörer, ist das auf jeden Fall sein Geld wert. Ja, das soll's für dieses Video über den Tribbett Quiet Plus 50 gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne mal einen Kommentar und ein Like da. Und um keine weiteren Videos zu verpassen, abonniert gerne diesen Kanal. Und dann bleibt eigentlich nur zu sagen, bis zum nächsten Video. Ciao.